Hallo und herzlich willkommen zum Hotstock Report. Und Hotstock Report heißt natürlich Florian Zöllner. Hallo Flo. Andi, hi. Ja Flo, wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Die Fußball-WM, Italien gewonnen. Dann gab es aber gestern... Oder? Hast du geguckt? Ich habe selbstverständlich geguckt. Also das war ein Thrill, wirklich. Ja, definitiv. Aber ich habe mich dann erinnert, an dem Tag war noch eine Situation, die will ich noch mehr Nervenkitzel für mich war. Und zwar diese. Da ist ja Richard nicht nur, Branson. Weil wir Virgin auf der Empfehlungsliste haben, sondern weil ich wirklich ein bisschen... Branson grinst ja immer ganz breit. Ich glaube, jetzt sieht man dann mal kurz. Hier war es selbst ein bisschen angespannt, kurz vorm Countdown, bevor eben der Raumgleiter dann abgeflogen ist vom großen Flugzeug sozusagen, war er auch schon ein bisschen nervös. Und im weiteren Verlauf hat man auch nur ganz klein noch gesehen. Das Bild ist mal abgerissen. Mhm. Und an den Flügeln war eine enorme Hitze. Es hat ausgesehen, wie wenn es brennt. Ja, ich dachte schon, oh, oh. Aber ist alles gut gegangen. Der Start hat geklappt, ist natürlich... ein tolles Event, die Medien berichten auch sehr positiv drüber. Und er hat natürlich, und die Aktie ist natürlich im Vorfeld schon schön gestiegen. Wir hatten sie ja wieder auf Kauf gestellt. Genau, am Freitag im Hotstock-Report nochmal geschrieben. Neues Kaufsignal, durchaus weiter den Zock wert. Ich glaube, seit hier sind wir dabei. Natürlich war das volatil wegen der Verschiebung, aber jetzt geht es voran. Und eine tolle Geschichte. Die Frage ist, wie viele Menschen bezahlen dann am Ende rund 200.000 Euro? Für so einen kurzen Ausflug von einer Stunde insgesamt in den Weltraum. Das ist die große Frage, vielleicht auch mal an die Zuseher. Na, natürlich. Ja, gestern mit die Marktgruppe, sage ich mal, die Zielgruppe sind ja so die rund 20 Millionen Millionäre, die es ja immerhin gibt, weil so nebenbei wird das nicht jeder sich leisten. Ich habe am Wochenende mal kurz mit einem gesprochen, der Multimillionär ist, der begeistert ist von der Aktie, sie glaube ich auch hat, aber selbst er hat gesagt, ist ein bisschen viel jetzt mal für so einen kurzen Ausflug in die Schwerelosigkeit, 200.000 Euro zu bezahlen. Vielleicht mal die Frage, ab wie viel würde man oder würden Sie schwach werden? Ich tippe mal, dass so in 10 Jahren der Preis dann schon runtergeht, auch gegen Konkurrenz zu Amazon. Dann zahlt man nicht mehr 200.000, dann vielleicht nur 50.000. Dann wird es irgendwann in die Region kommen, dass man es sich vielleicht einmal im Leben leistet. Es gibt ja schon 600 Vorbestellungen, beziehungsweise die es schon reserviert haben und fliegen wollen. Nächstes Jahr geht es dann los, da haben wir dann schon 60 Millionen Umsatz. Die Umsätze sollen bis 2025 auf 800 Millionen gehen. Das hieße aber pro Jahr schon 4.000 Menschen da hochzubringen. Wir haben 6 Plätze insgesamt Platz. Also man müsste dann schon pro Tag mindestens 2 Flüge machen, an die richtig in die Masse gehen kann, passieren. Ich denke, der Markt ist da, aber natürlich hochriskant, schon sehr hoch bewertet, aber wenn alles klappt, kann das KGV 25 sinken, aber erst im Jahr 2025. Wir haben sie auf der Empfehlungsliste und eines der heißesten Papiere, aber lassen gerne die Gewinne laufen. Ich glaube, da ist so eine kleine Euphorie ausgelöst im Space derzeit. Auf alle Fälle hat Richard Branson ja Jeff Bezos ausgestochen. Es gibt ja weitere Milliardäre, die in den Startlöchern stehen. Jeff Bezos wird, ich glaube, in 9 Tagen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Genau, auch jetzt in dem Monat noch. Und genau, er hat dann, Branson hat gesagt, ich will hier zuvor starten. Er hat dann vielleicht auch mal überlegt, als er in der Kapsel saß, war ich vielleicht zu voreilig, kann ich nicht noch ein bisschen testen sollen. Hat ja geklappt, ist ein Wettlauf, ist natürlich nicht Teil von Amazon, aber Amazon selbst geht auch schon schön nach vorne. Wer sie hat, trotz KGV 40, gerne laufen lassen. Natürlich muss man sich die Frage stellen, wieso geht Bezos jetzt raus, vielleicht auf den Höhepunkt, aber solange es so intakt ist, würde ich es mal laufen lassen. Und wir haben eine schöne Grafik, das ist ja ein richtiger Fight entbrannt. Wer ist jetzt der Erste? Natürlich ist Blue Origin von Jeff Bezos sauer, dass Branson jetzt schneller war. Und jetzt hat man hier im Netz so ein bisschen Streit angezettelt und hat gesagt, okay, die Karma-Linie ist man ja gar nicht. Eigentlich gibt es die Definition 100 Kilometer in die Höhe, dann ist es quasi der Weltraum. Manche sagen jedoch, ab 80 Kilometern ist es schon quasi Space, was ja dann Virgin erreicht hat. Blue Origin sagt 86, genau. Genau. Es hört sich hoch an, also ich glaube zum Beispiel, der Mond ist 380.000 Kilometer weg, aber es ist schon so weit, dass man in der Schwerelosigkeit ist. Ich glaube, an diesen Details werden sich die Kunden nicht aufhängen. Ich denke schon, dass sich Kunden finden werden. Es ist ja ganz gesund, dass ein kleiner Wettbewerb ist, aber Virgin ist jetzt erstmal vorne dran, ist ein Hotstock und kleiner Zockwert weiterhin. Auf alle Fälle wird das Thema ja immer präsenter, das Thema Weltraum. Und es bringt uns zu einer anderen Firma, nämlich OHB. Die hast du ja schon seit längerem auf dem Schirm.
Wir sehen Aktie jetzt zuletzt auch über die 200-Tage-Linie rausgegangen. Was bedeutet jetzt diese ganzen Ereignisse, diese Flüge von Bezos, von Branson, zum Beispiel für OHB? Können die vom Hype profitieren? Indirekt auf jeden Fall. Man bietet natürlich nicht selbst solche Space-Flüge an, aber man hat sehr viele Initiativen in dem Bereich, hat jetzt auch neue Aufträge bekommen, eben für Zwischenstationen, eben auch für die neue NASA-Superrakete mit Boeing gemeinsam dann Aluteile zu liefern, geformt mit künstlicher Intelligenz. Also man ist hier stark vertreten und ist natürlich ein bisschen die mit KGV 20 die konservativere Anlage. Wir haben es eben die Position 30, hier sieht man es, wie man wohl Teile liefern künftig. Man hat ja einen Großauftrag verloren gehabt, aber jetzt hat man doch schöne Erfolgsmeldungen gemacht, einen Aktienrückkauf. Ich denke, das Papier kann man sich jetzt wieder reinlegen. Könnte durchaus spannend werden, auch vielleicht mal mit einem IPO, einer Tochter, die Minisatelliten baut, etc. etc. Gibt sehr viele spannende Initiativen bei OHB. Dann wollen wir mal eine Nummer kleiner werden, kommen von Raumschiffen zu Drohnen. Das bringt uns zu FACC. Wir sehen hier die Aktie jetzt schon sehr, sehr lange im Seitwärtstrend unterwegs. Was braucht es, um da jetzt mal richtig Bewegung reinzukriegen? Ja, Andi, was viele noch gar nicht so wissen, aber wir hatten ja jüngst gesprochen mit dem FACC-Chef, dass man eben nicht nur in den Bereich Drohnen geht, sondern man geht jetzt mit seiner Leichtbau, mit seinem Leichtbau-Know-how auch in die Raumfahrt. Der Chef hat uns gesagt, er sieht eben, dass sich der Markt bis 2040 verfünffacht von 200 Milliarden auf 1000 Milliarden, der Bereich Raumfahrt, und mit Flugdrohnen und Raumfahrt will man immerhin schon im Jahr 2025, sorry, muss man nachlesen, 2030 schon 30% der Umsätze machen. Das sind neue Bereiche, aber hier geht es voran. Das noch ein unentdeckter Wert. Natürlich Krise Luftfahrt deckelt noch ein bisschen, aber sobald es hier losgeht, unbedingt auch mal ein paar Stücke reinlegen, ist ja auch im Depot 2030, war natürlich auch ein indirekter Profiteur des Raumfahrtbooms, mit dem ich fest rechne, das geht schon sehr spannend voran. Dann wollen wir mal das Thema ein bisschen wechseln. Wir wollen mal auf die Geldpolitik der EZB schauen. Du hast uns da auch zwei Grafiken mitgebracht. Was lässt sich da ablesen? Ja, mit Ziffer einfach gesagt, wird man ein bisschen lockerer. Man sagt nicht mehr hier 2% Inflationsziel oder annähernd, sondern das ist das Ziel und man darf gerne auch nach oben und nach unten, sagt Lagarde, eben mal abweichen, kurzfristig und temporär. Ich meine, du weißt, wie es ist mit Regeln im Leben. Ist es bei einer Diät oder bei was anderem? Wenn man mal nur kurz abweicht und rausspringt, ist die Gefahr, dass man wirklich dann die Disziplin verliert. Also ich sehe es sehr erfreulich als Aktionär natürlich, oder wir alle dürfen uns darüber freuen, dass das Gelddrucken munter weitergeht und wahrscheinlich erst 2022 oder wahrscheinlich erst 2023 dann mal die Bremse ein bisschen angezogen wird. Aber hier sieht man mal, Quelle, glaube Tagesgeldvergleich.org, einfach die Bilanzsumme der EZB, was hier passiert ist die letzten 20 Jahre, vervielfacht, verachtfacht. Da kann einem schon schwindelig werden. Ja. Kann natürlich auch mal inflationstechnisch größeres Problem werden. Wir sehen es ja, wie überall die Preise steigen. EZB sagt, nee, ist nur vorübergehend wegen Corona. Ich bin ein bisschen skeptisch. Am Ende ist es natürlich die Entwertung des Geldes, gerade auch für Rentner und wer keine Firma wie Amazon besitzt oder Aktionär ist, der ist dann eher leidtragend. Aber Stand jetzt geht es Richtung mit Inflationsdruck natürlich weiter mit Alternativen zum klassischen Geld, wie Bitcoin zum Beispiel. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Du hast das Thema Geldentwertung angesprochen. Wollen wir mal auf den Bitcoin schauen? Ist das eine Möglichkeit, um sich da abzusichern? Ja, vielleicht haben wir noch eine zweite Grafik, aber wir können gleich zum Bitcoin springen. Natürlich ist es eine Möglichkeit, die immer populärer wird. Ich sage ja immer, eher wenig einsetzen. Das Schöne ist ja, wir haben es oft erwähnt, man kann es nicht oft genug erwähnen, während hier die Anzahl der Geldmengen M1 oder M3 sich vervielfacht im Laufe der letzten Jahre, ist das beim Bitcoin eben nicht der Fall. Marginal werden ein paar dazu gemeint, aber es ist festgeschrieben, wir machen hier keine inflationäre Ausweitung der Stücke. Das ist das eigentlich Spannende und ist wieder akzeptiert von immer mehr Menschen, aber wir haben auch große Risiken. Charttechnisch angeschlagen, kurzfristig würde ich hier nicht reinspringen oder zu viel aufbauen, vielleicht sogar mal ein bisschen abbauen, weil eine Konsolidierung kann mal ein, zwei Jährchen dauern. Hinweis nochmal, ich trade aktiv und bin investiert in Bitcoin, aber bleibt natürlich eine kleine Beimischung aufgrund dieser Risiken, dass tatsächlich mal Catch-up-Effekt nennt man es ja, wenn man ein bisschen Inflation will, irgendwann das eskaliert. Weil klar, irgendwann kann es sein, die Menschen glauben das nicht mehr, werden nervös und versuchen schneller Geld auszugeben, weil die Preise davon galoppieren.
spannende, ein bisschen besorgniserregende Entwicklung, was die EZB macht aus meiner Sicht derzeit. Dann kommen wir mal zum Thema Solar. Wir fangen an mit SMA Solar. Da habe ich jetzt mal die 50-Tage-Linie auch mit reingepackt, weil es immer die. Das ist eine gute Idee. Das sieht doch gleich besser aus. Genau, das sieht gleich viel besser aus. Ist drüber gestiegen. Über die 200-Tage-Linie hat es der Kurs noch nicht ganz geschafft. Wann ist es denn soweit? Genau, wir hatten ja gesprochen auch oder Interview mit dem CEO, der sagt, er glaubt schon wieder, die Marktposition zu verbessern. Im zweiten Halbjahr, wir hatten ja all diese Probleme im Solarbereich, Container etc. Aber was sehr spannend ist, so im Kleingedruckten sozusagen schon erwähnt, offiziell wurde und ich jetzt auch nochmal direkt nachgefragt habe, was hat es da auf sich? Nicht nur Wechselrichter für Solar, was ja auch schon ein immenser Wachstumsmarkt ist, sondern auch für Wasserstoffelektrolyseure, also Wasserstofffabriken, dass hier die Stromversorgung in Kombination vielleicht mit Solar, Strom, Wasserstoff zu fabrizieren, dass hier SMA Solar jetzt reingeht, schon Gespräche führt. Dieser Markt steigt ja von jetzt 2 Gigawatt auf 100 Gigawatt bis 2030. Immenser Wachstumsmarkt, genau hier stellt SMA Solar im Herbst was vor. Im Hotstock-Report auch nochmal nachzulesen, was SMA Solar hier für Marktvolumen angibt, was man erreichen will, selbst an Umsätzen. Also kurzfristig, denke ich, die Chancen überwiegen. Man kann nochmal, wenn er noch nicht drin ist, warten, bis wir hier auch rausgehen. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind gegeben. Da stimmt schon sehr vieles. Auf lange Sicht, kurzfristig bleibt es volatil. Die Aktie hängt ja noch ein bisschen den anderen Solarwerten hinterher. Wenn ich mir jetzt beispielsweise mal Jinko Solar anschaue, ist ja doch ein bisschen kräftiger zuletzt gestiegen. Genau, hier sind wir auch schon drüber. Genau, da hast du in der Vergangenheit auch immer Containerprobleme angesprochen. Die scheinen sie jetzt beheben zu wollen zumindest. Es gibt eine Kooperation mit Maersk. Ist das eine Maßnahme, die den Kurs dann nochmal beflügeln kann? Ich denke, es zeigt zumindest, dass man es adressiert. Natürlich wird das nicht über Nacht dann alle Probleme lösen und die Containerkosten sind ja immer noch immens hoch. Die ersten Händler sagen, sie rechnen mit Mega-Marktsteigerungen im Weihnachtsquartal, nicht nur bei Solarmodulen, sondern ja auch bei Spielzeug, was ja aus China kommt etc. Das ist noch nicht gelöst, aber man geht es an. Auch hier der Punkt, wir haben kurzfristig Probleme, aber wie erwähnt, wir sehen mit Gesprächen mit Solarunternehmern, die Nachfrage der Kunden ist groß. Man will auch aus Inflationsangst investieren in Solarmodule. Man bezahlt auch gerne mehr. Ich glaube, unterm Strich überwiegen die Chancen. Jinko Solar ist riskanter als SMA Solar zum Beispiel, aber charttechnisch auch absolut einen Trade wert seit dem Kaufsignal hier. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in den Solarbereich zu investieren. Wir haben jetzt 2 Einzelwerte gesehen. Es gibt aber auch einen Index, den der Aktionär aufgelegt hat und den können wir uns mal anschauen. Der Solar Top 10, was sind da für Werte drin? Genau, es sind eben drin Jinko Solar, Canadian Solar, Enphase, Solar Edge. Das sind ja alles auch laufende Empfehlungen im Aktionär Hotstock Report. Aber klar kann man entscheiden, man sieht ja die Volatilität. Ich will diese Volatilität nicht mitgehen. Ich will es ein bisschen ruhiger. Dann kann man natürlich in den Top 10 investieren. Haben wir hier eben einen Index aufgelegt. Ich glaube, wir verlinken den auch mal. Und auch hier, je nachdem, ob es Sinn macht, hier eine Charttechnik einzuzeichnen, zeichnet sich hier ab, dass hier natürlich die ganze Branche sich wieder nach oben entwickelt. Dann wollen wir mal auf K+S schauen. Da hat sich ja die Aktie zuletzt deutlich nach oben bewegt auch. Das ist jetzt nicht die Aktie. Das wäre auch schön gewesen. Genau, die hat sich aber auch nach oben bewegt. Was ist das jetzt für ein Chart? Das ist der brasilianische Kali-Preis und das ist ja gigantisch. Wir sind hier mehrere Jahre, 3-4 Jahre und plötzlich gerade zu Jahresbeginn sind wir 120-140% nach oben geschossen. Düngemittel ist eben heiß begehrt, weil die Preise steigen wegen Inflation, Umfeld, wegen Wetter etc. etc. Gerade in Brasilien beispielsweise zur Sojabohnenanbau geht es richtig rund und natürlich, wenn die Preise hoch sind, investieren Landwirte gerne mehr in guten Dünger und hier ist K+S sehr gut dabei. Wir hatten ja vor einigen Wochen mal schon, wo wir im Video gezeigt haben, die Verschiffung im Hafen aus Deutschland. Und ich hatte jetzt auch mehrere Gespräche mit Brancheninsider, mit K+S selbst gesprochen. Und die sagen eben ganz klar, das ist der wichtige Markt Brasilien. Und diese Preise sind sehr relevant und Hebel für unsere Gewinnentwicklung. Wir haben bei K+S, die ist ja im Depot 2030, schon schöne Performance-Gewinne. Wir haben, K+S hat schon die Planzahlen angehoben, aber bei diesem Anstieg kann es durchaus sein, aus meiner Sicht, die Chance, dass man hier dann ja mindestens am oberen Ende nochmal landet. Also tolle Aktie. Es gab ja zuletzt auch noch andere Punkte, die die Aktie unterstützt haben. Beispielsweise die EU-Sanktionen gegen Belarus Kali. Gibt es ja verschiedene. Auch ein Punkt, genau. Und Insider sagen eben gerade auch beispielsweise Düngemittelhändler, die haben jetzt auch Inflationsangst und kaufen gerade extra die Lager voll. Und K+S erhöht schon die Preise. Alles nachzulesen natürlich auch bei uns. Tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir den Chart auch nochmal sehen.
Den haben wir jetzt, glaube ich, nicht dabei. Aber der sieht ähnlich gut aus. Nicht ganz so steil. Auch ein schöner Turnaround natürlich. Disney haben wir den Turnaround noch nicht. Aber jetzt vielleicht. Die Kinos öffnen wieder und Black Widow hat richtig eingeschlagen in den USA. Hat richtig eingeschlagen. In den USA schon 80 Millionen eben am Startwochenende Einnahmen. Und das spannende Detail, sage ich mal, 60 Millionen schon im Streaming. Also sprich, Disney muss hier die Einnahmen quasi nicht teilen, kann sie per Mausklick und Streaming den Film rausgeben und die User bezahlen auch enorm viel, wenn sie quasi parallel zu Hause im Wohnzimmer so einen Kinostart sich angucken können. Und ich habe jetzt gesprochen mit einem aufgeregten Medienunternehmer, der selbst eine Medienfirma hat in dem Bereich, recht gut verkauft hat, der sagt, das ist unterschätzt und gigantisch, was Disney hier an Marge heben kann, eben dank Streaming. Und das zeigt jetzt eben dieser Filmstart, es funktioniert, die Leute müssen nicht ins Kino, die bezahlen auch enorm viel im Streaming. Insofern, trotz KGV rund 30 schon erhöht, ist es eine Chance. Wer vorsichtig ist, kann nochmal aufs Startsignal warten, aber da gibt es viele Gründe, wieso Disney. Und wir haben einen zweiten Wert, auch der Empfehlungsliste, der ist noch ein bisschen heißer und riskanter im Hotstock Report auch nachzulesen, natürlich am Donnerstag schon die Woche im Detail, wieso wir hier nach Gesprächen mit einem Insider glauben, da geht es jetzt dann rund. Ja, vielleicht demnächst dann auch mal hier in der Sendung drüber sprechen. Absolut, gute Idee. Genau, und dann schauen wir mal auf Biogen. Biotech-Firmen sind ja spätestens seit Corona richtig in aller Munde. Und wir sehen jetzt hier bei Biogen einen extremen Anstieg. Hat jetzt nicht mit Corona zu tun, sondern da geht es eher um Alzheimer. Genau, also manche sprechen schon davon, das ist das Jahrhundertmedikament. Und wer kennt nicht jemanden oder hat in der Familie schon mal leider das Problem gehabt, Alzheimer. Und bisher gibt es ja kein wirkliches Medikament. Und jetzt sozusagen in der Sonderzulassung hat Biogen hier was erreicht bei der FDA. Ist eingeschränkt, ist wohl eher bei milden Verlauf erstmal anzuwenden. Aber bei einer Firma wie Biogen, die an sich mit einem breiten Wirkstoffportfolio schon relativ günstig bewertet ist mit KGV 18 und jetzt diese Zusatzfantasie Alzheimer hat, kann man mal einen Trade eingehen. Ist umstritten, ist es vielleicht zu früh zugelassen, wirkt es wirklich? Und jetzt gab es auch nochmal eine Untersuchung angekündigt. Man guckt jetzt, wie eng war eigentlich der Kontakt zwischen der FDA, die es zugelassen hat, und Biogen. Gibt es eine kleine Untersuchung, ist umstritten, aber eigentlich ist es auch dank TFA-Signal, die signalisieren, hier ist was los, das erste Mal seit Jahren wirklich die Chance, dass wir aus einem mehrjährigen Cybertrend rausgehen. Ist es eine Beimischung, nicht nur für Menschen, die darauf hoffen, dass es hier dann tatsächlich, und das sagen auch Experten, die Menschen hoffen drauf, die geben dem Medikament eine Chance, auch wenn vielleicht die Wirksamkeit nicht bei jedem und sehr deutlich funktioniert, aber wenn eine kleine Chance ist, ist es eine tolle Geschichte mit TFA-Signal. Und werden wir sicherlich auch weiter verfolgen. Über längere Zeit verfolgst du jetzt auch schon Volkswagen, ist ja Teil deiner Value-Strategie. Gab es zuletzt ja durchaus gute Nachrichten. Am Freitag gab es vorläufige Zahlen von VW, dann hat VW jetzt auch noch den Vertrag von Chef Herbert Diess verlängert. Wir sehen, bei der Aktie ging es einige Zeit nach unten, jetzt allerdings schon wieder so eine kleine Gegenbewegung. Mir gefällt das sehr gut. Wir hatten ja hier nach dem Doppeltop sozusagen mal ein paar Gewinne mitgenommen, aber jetzt ist eigentlich schon wieder die Phase, wo man wieder zurückkaufen könnte. Restposition oder Hauptposition haben wir ja ohnehin noch im Depot. Quasi ein doppelter Boden und jetzt doch angenehmes Volumen nach oben, kann schon drehen. Überraschend starke operative Zahlen, 11 Milliarden Gewinn im ersten Halbjahr. Und man sieht es hier mal, europäischer Markt, Quelle Matthias Schmidt angegeben, einfach mal der Vergleich VW-Konzern, selbst rein Elektroautos 90.000 versus Beispiel Tesla 40.000. Also da ist man schon richtig, richtig stark unterwegs. Und wir wissen ja, mit Market Cap 150 Milliarden, VW ist man, beziehungsweise ist Tesla ja viermal so hoch bei der Market Cap bewertet. Und zwar sind es genau 540 Milliarden Euro wie VW, die eben gerade dabei sind, eben mehr Elektroautos zu bauen mit Marken wie Porsche, Audi und Co. Geht es auch voran eben mit Software-Update, war ja lange ein Kritikpunkt. Klar ist man noch nicht so weit beim Bereich Software, aber man macht jetzt die ersten Over-the-Air-Updates. Sehr stimmige Geschichte weiterhin. Volkswagen, wir halten natürlich dann fest. Und für Trader durchaus mal eine Idee, jetzt ein paar reinzulegen. Das hast du Tesla schon angesprochen, wollen wir natürlich auch nochmal drauf gucken. Bis zu den Zahlen dauert es noch eine kleine Weile. Anfang August ist es, glaube ich, soweit. Wir sehen, die Aktie Im Prinzip sind wir hier noch in einem Dreieck. Entfernt von der 200-Tage-Linie. Genau.
ist noch kein Kaufsignal, noch kein großes Verkaufssignal, würde ich mal eher neutral einschätzen aus Trading-Sicht. Mhm. Bewertungstechnisch haben wir oft gesprochen, sehr teuer. Natürlich kann Tesla irgendwo noch Fantasie zaubern, wenn man, wie Musk das will, so als KI-Aktie gesehen wird. Da ist es sehr wichtig, dass man beim Thema Selbstfahren, autonomes Fahren, wirklich den anderen nochmal richtig wegspringt. Hier hat Elon Musk jüngst nochmal getwittert, es ist wirklich sehr hart, härter als gedacht, das zu entwickeln. Er hat ja schon oft versprochen, glaube ich, ab 2016 schon, setzt euch ins Auto und alles ist gut. Aber die neue Version sagte, er schwört, er kommt bald und die sollen schon richtig stark werden. Aber er sagt natürlich, in der Realität gibt es so viele Freiheiten, so viele Möglichkeiten. Du weißt selbst, fahr mal eine Straße entlang, was hier alles passieren kann. Kann Laub drauf fliegen, kann ein Ball reinrollen. Die unterschiedlichsten Fahrzeuge sind auf der Straße. Wetter, das kann man im Computer vielleicht schön simulieren, aber auf der Straße wird es dann enorm schwierig. Wenn Tesla das Problem besser löst als alle anderen, glaube ich, kommt wieder Fantasie rein. Gelingt das nicht, ist man heillos überbewertet natürlich. Dann einen Wert haben wir noch, nämlich Plug Power. Da gab es ja Anfang Juni hat man zusammen mit Renault ein Joint Venture ins Leben gerufen. Gab es jetzt einige Details dazu? Wie wichtig ist der Deal für dich aus deiner Sicht? Der ist sehr wichtig. Also wir hatten ja auch gesprochen mit den einen oder anderen aus der Branche. Er sagt, da waren alle überrascht, dass man sich das zutraut mit relativ kleinen Transportern, eben als Hybridversion mit Batterie und eben aber auch Brennstoffzelle und Wasserstoff hier voranzugehen und aktiv zu investieren. Gab es jetzt die ersten Vorstellungen, das ist wichtig. Plug Power ist hier vergleichsweise gut positioniert, auch dank Kunden wie Amazon etc. Wir sind hier nach dem Rebound, haben wir ein bisschen Schwäche verloren, ist jetzt auch im neutralen Bereich. Wenn wir hier rausgehen, könnte man als Trader reinspringen. Aktuell eher aus meiner Sicht weiterhin solarspannend, vielleicht in Kombination mit Wasserstoff. Und hier haben wir natürlich auch jüngst nochmal eine neue Transaktion gemacht, im Depot 30 plus Rohstoff. Brummt gerade richtig, da haben wir auch am Freitag ganz frischen Rohstoff-Til gekauft. Das heißt, wir haben für die nächsten Sendungen noch jede Menge Futter. Absolut. Dann danke ich dir, Flo. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.